Wir begrüßen heute bei uns im Full-HD-Studio Thilo Sarrazin. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank danke, für den Besuch. Herr Pascal. Sie befinden sich also gestern eigentlich schon in Vorarlberg, hatten gestern Abend auch eine Podiumsdiskussion. Um was ging es denn da ganz genau? Mit wem haben Sie denn da diskutiert? Gestern ging es um das Thema Integration, Einwanderung, Ausbildung der Wirtschaft, Arbeitskräftebedarf, also ein weites Feld. Wie haben Sie die Diskussion gestern erlebt? Waren Sie schon mal in Vorarlberg oder wie weit kennen Sie auch die Situation in Vorarlberg? Also Vorarlberg war ich bisher nur als Tourist, meist im Stau am Tunnel im Bregenz auf dem Weg in die Schweiz. Das ist mein wesentlicher Eindruck von Vorarlberg bisher gewesen. Also gestern, das waren, wie ich dann hörte, also der vorwiegende mittelständische Unternehmer, die sich natürlich, das ist ja ihre Aufgabe, auch darum Sorgen machen, wie sie Menschen vernünftig ausbilden und wie sie künftig genügend Arbeitskräfte kriegen, vor allen Dingen aber auch genügend gute Arbeitskräfte kriegen. Und da tauchte doch allgemein die Besorgnis auf, dass sie mit einem Teil der Einwanderer und Kindern von Einwanderern aus der bestimmten Region, das war die Rede von den Nachfahren der Türken, die hier Anfang der 60er Jahre kamen, ist doch, was die Sprache angeht, was den Ausbildungswillen angeht, was die Ausbildungsfähigkeit angeht, ist doch also große und auch teilweise wachsende Probleme gibt. Sie sind jetzt am Boden mit Dieter Ecker, dem Landesparteiobmann der Freiheitlichen Partei, auch gesessen. Ist ja momentan Landtagswahlkampf, kurz vor dem Finale. Die FPÖ fordert ja seit langem oder jetzt auch im Wahlkampf massiv, eben diese Deutschkenntnisse auch in der Schule schon zu fordern, beziehungsweise dass Kinder schon zum Schulantritt Deutsch können müssen. Ist das die Lösung für dieses Problem? Ja, schauen Sie, ich traf gestern eine Grundschullehrerin, die hier irgendwo in der Gegend unterrichtet, die mir Folgendes erzählte. Sie hat in ihrer Klasse 20 Kinder. Alle 20 Kinder sind nach der österreichischen Staatsbürger. 8 Kinder davon nehmen der islamischen Religionsunterricht und 6 von denen können praktisch kein Deutsch. Mhm. Das ist das Problem. Wie denken Sie, kann man dieses Problem angehen und lösen? Indem man Integrationsanreize gibt, aber auch einen Integrationsdruck aufbaut. Es ist einfach eine vollständige soziale Fehlentwicklung, dass österreichische Staatsbürger als Kinder in der Schule mit 7, 8 Jahren nicht angemessen Deutsch können und doch sonst nach der kulturell dem Land eher der Fremd gegenüberstehen. Aber nochmal die Frage jetzt, wie kann man das lösen? Ich meine, das ist die Tatsache oder die Situation aktuell. Man muss erstens dafür sorgen, dass falsche Einwanderung nicht mehr länger stattfindet. Ich nehme ein Bild. Wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, dann gibt es zwei unterschiedliche Aufgaben. Für die Zukunft da den Brunnen sichern, das heißt, er muss mit einem Deckel versehen werden. Zweitens, sich um das Kind im Brunnen sorgen. Mhm. Also Thema 1 habe ich bereits behandelt, falsche Einwanderung nicht mehr zulassen. Und das Thema 2 ist, diejenigen, die bei uns sind, mit allen Mitteln, die dem Staat zur Verfügung stehen, integrieren. Dazu gehört auch positive Steuerung mit staatlichen Leistungen, dazu gehört aber auch zum Beispiel, dass diejenigen, die nicht dafür sorgen, dass ihre Kinder Deutsch lernen, dass diejenigen, die ihre Töchter unter das Kopftuch zwingen, sie in eine mindere Rolle abdrängen wollen, all das hängt ja miteinander zusammen, dass diejenigen auch mit unserem Staat in dem Sinn konfrontiert werden, dass man das nicht zulässt, dass man auch dann Sozialleistungen streicht und Ähnliches. Also Menschen, die bei uns leben, und die bei Ihnen leben in dem Falle, aber in Deutschland ist es ähnlich, muss deutlich gemacht werden, dass sie hier nach den Regeln leben, die unsere Kultur erfordert. Und nicht nach den Regeln leben, die Kultur jetzt in der Algerien oder in der Anatolien erfordert. Mhm. Gehen wir auf ein weiteres Thema, das natürlich vermutlich auch die Vorarlberger Wirtschaftstreibenden gestern interessiert hat. Das ist das Thema Europa, das Thema Euro. Sie haben sich ja in der Vergangenheit mehrfach schon als Kritiker mit Thesen praktisch bis hin raus aus dem Euro. Nee, das habe ich nie gesagt. Also da bin ich ein bisschen differenzierter. Aber Tatsache ist, dass die gemeinsame Währung nicht für alle Länder passt. Tatsache ist auch, dass dies weniger die starken Länder betrifft. Also wir Deutsche und Österreicher
stöhnen darüber, dass wir für andere zahlen müssen, dass wir ihnen finanzielle Garantien geben müssen. Das ist alles sehr unangenehm. Es ist für uns nicht existenziell. Existenziell wird die Frage für die Länder, die eine Wirtschaft haben, die zu einer gemeinsamen Währung nicht passt, zum Beispiel also Frankreich und Italien. Wenn diese an der gemeinsamen Währung festhalten, ohne dass sie die Art, wie sie wirtschaften, grundsätzlich ändern, dann sind sie durch die gemeinsame Währung zu langanhaltender, also Stagnation und wachsender Arbeitslosigkeit verurteilt, auch mit der Folge sozialer Spannungen in den Ländern. Und das sehen wir sich ja gerade auch so entwickeln. Es ist also so, dass in Vollberg dieses Thema in den letzten Wochen auch wieder aktiv diskutiert wurde, weil gerade bei der Freiheitlichen Partei, der Bundesparteiobmann eben auch bis hin zum Austritt nichts ausgeschlossen hat. Für die Landespartei, für die Decker, mit dem Sie gestern auch diskutiert haben, das gar keine Frage ist. Gerade Vorarlberg als exportorientiertes Land kommt auch von Seiten der Wirtschaft das klare Signal, Sie brauchen den Euro, ohne den Euro wären Sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist natürlich auch ein ökonomischer Unfug. Vor dem Euro lebte Österreich in einer Quasi-Währungsunion mit der D-Mark. Ich habe zum ersten Mal im Jahre 1959 in Österreich Urlaub gemacht als Kind. Die Verhältnis, also Schilling, D-Mark, hat sich nicht geändert, solange ich mich erinnern kann. Das hat wunderbar funktioniert. Und die besten Zeiten hatte die deutsche und die österreichische Wirtschaft nicht seit dem Euro, sondern sie hatte sie gehabt in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Eine Wirtschaft braucht eine stabile, verlässliche Währung. Und auch ein großer Währungsraum hat Vorteile. Sie braucht nicht unbedingt den Euro. Wie sehen Sie die mittelfristige Entwicklung hier? Es ist jetzt doch ein bisschen ruhiger geworden, was die Beispiel Griechenland angeht, was auch die Diskussion in Frankreich angeht. Oder denken Sie, dass da kommt noch was? Ja, wir rutschen in eine Dauerkrise hinein, wo ich voraussehe, dass Italiener, Franzosen, Griechen letztlich auf viele Jahrzehnte unter ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben, weil sie an eine Währung gefesselt sind, deren Stärke zu ihrer Wirtschaft nicht passt. Gehen wir noch auf ein drittes Thema, das vielleicht weniger Vorarlberg betrifft, aber momentan doch uns alle ein wenig betrifft. Es gibt zwei große Krisenherde momentan. Das eine ist die Ukraine-Krise. Fangen wir mit der vielleicht an. Da gibt es ja jetzt neuerlich massive Sanktionen von Seiten der EU gegen Russland. Da gibt es auch von Seiten der FPÖ Warnungen davor, beziehungsweise das wurde dort verurteilt, dass man hier diese Sanktionen verschärft, weil das eben der heimischen Wirtschaft schaden würde. Vielleicht kurze Frage allgemein, wie sehen Sie die aktuelle Situation, wie die EU mit dieser Krise umgeht und was denken auch Sie, wären die Maßnahmen, um dieser Krise zu einer friedlichen Lösung zu kommen? Das ist weniger eine Frage der EU als eine Frage der NATO. Wir haben ein Russland, was sich jetzt auch zunehmend wieder an militärischer Mittel bedient. Und wir können keine angemessene militärische Abschreckung sicherstellen. Hätte die NATO noch die konventionelle Stärke wie vor 20 Jahren, wären jetzt die Dinge in der Ukraine überhaupt nicht vorgekommen. Aber es kann da keiner der Ukraine helfen. Sie ist nicht mehr in der NATO, aber selbst wenn, wir könnten ihr auch gar nicht helfen. Andererseits kann die internationale Gemeinschaft solch ein Verhalten wie das russische, in dem es Grenzen in Frage stellt oder auch aktiv unterwandert mit militärischer Subversion, solch ein Verhalten kann nicht geduldet werden. Und wenn man keine Antwort hat, ist eine inadäquate Antwort wie die Sanktionen immer noch besser als gar keine. Aber sehen Sie die Gefahr nicht eher, dass man sich damit mehr selbst schadet als wie Russland an sich? Also zumindest. Gut, man muss es warnen. Ja, es gibt aber Situationen, wo man nicht anders kann. Wenn Sie meinetwegen, wenn Sie mal Schüler waren und auf dem Schulhof in eine Situation reinkamen, dann wissen Sie, manchmal muss man auch dann zuschlagen, wenn man vom Gegner stärker verletzt werden kann, als man selber verletzt wird, weil es einfach jetzt so nicht mehr weitergeht. Und
Deshalb muss man manchmal auch Schäden in Kauf nehmen, die vielleicht besser vermieden worden wären. Welche Situation gibt es? Wie schätzen Sie persönlich die Schäden ein? Kann es dazu? Ich kann es nicht exakt beurteilen. Es hängt ja auch immer von Zufälligkeiten ab. Wenn jetzt hier gerade ein mittelständischer metallverarbeitender Betrieb ist, der auf einen bestimmten Auftrag hofft, wo er einen Umsatzanteil hat, und jetzt sieht er, durch die Sanktion fällt der Auftrag weg, und der plötzlich ein Auftragsloch von 30% der Jahresproduktion, ist das natürlich für diesen Betrieb im Augenblick sehr, sehr ärgerlich. Aber dass dies jetzt der Wirtschaft in Deutschland und Österreich insgesamt in großem Umfang schaden würde, das sehe ich überhaupt nicht. Okay. Dann kommen wir zum zweiten großen Krisenherd, der momentan herrscht. Das ist Syrien-Irak, der IS, die ISIS. Da kommen jetzt zwei Punkte zusammen. Zum einen eben der außenpolitische Aspekt, zum anderen aber natürlich auch ein innenpolitischer Aspekt. Sehen Sie sich da auch in einer gewissen Weise bestätigt in Ihren Publikationen, in dem, was Sie seit Jahren eigentlich auch sagen, wenn man sieht, wie viele europäische Kämpfer sich auch in diesen Ländern bewegen und wie groß jetzt offensichtlich auch die Gefahr ist, denen die Regierungen mehr oder weniger auch noch nichts entgegenzusetzen haben? Also ich habe ja schon in Deutschland schafft sich ab vor den Gefahren eines fundamentalen Islam, auch Islamismus genannt, gewarnt. Das fanden viele übertrieben oder auch taktlos. Jetzt zeigt sich, dass ich das eher noch unterschätzt hatte. Wenn mittlerweile 4.000 radikalisierte junge Männer aus Europa, 90% von ihnen Söhne muslimischer Einwanderer, bei der ISIS kämpfen, so kann das nur geschehen, weil sie in ihren islamischen Gemeinschaften in Europa in einem Klima aufgewachsen sind, das solche der Entscheidungen überhaupt möglich gemacht hat. Das heißt, wir haben einen breiten Humus unter unseren der muslimischen Mitbürgern, der offenbar für solche Radikalisierungen den Boden bereitet. Insofern sieht man daran, dass der wachsende Anteil einer muslimischen Bevölkerung in Europa viele Gefahren hat, die jetzt mit wirtschaftlichen Fragen gar nichts zu tun haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir müssen schauen, wofür wir uns als Europäer oder auch als westliches Abendland zuständig fühlen und wofür wir uns nicht zuständig fühlen. Wir leiden unter einem Allzuständigkeitswahn. Ja, deshalb marschierte schon die USA in den Irak ein. Hätten sie besser nicht getan. Davor gab es im Irak 1,6 Millionen Christen, ehe die Amerikaner einmarschierten. Jetzt sind es noch 100.000. Und auch jetzt müssen wir genau schauen, was ist eigentlich unsere Zuständigkeit. Wir haben im Nahen Osten, in unmittelbarem Umfeld von der Syrien und Irak, drei große regionale Ordnungsmächte. Das ist die Türkei, das ist der Iran, das ist der Saudi-Arabien. Alle drei sind islamisch. Lass doch diese drei Ordnungsmächte dort für Ordnung sorgen. Es ist ja nicht unsere Angelegenheit. Ja, das ist so etwa, wie wenn es jetzt in Holland oder Belgien Unruhen gäbe und die Türkei oder der nach der Iran würden sich zuständig fühlen. Das wäre die Angelegenheit der EU. Und insofern soll man auch nach der Weltregionen ihre eigenen Angelegenheiten unter sich regeln lassen. Aber denken Sie nicht, dass das ein wenig zu kurz gegriffen ist, wenn man auch die sieht hört, welche Aussagen die ISIS tätigt, was sie für Pläne haben, ist das nicht eine Bedrohung, wenn man sagt, wir belassen im Norden, im Norden der ISIS sitzen 80 Millionen Türken. Im Osten der ISIS sitzen 60 oder 70 Millionen Iraner. Im Süden der ISIS sitzt das steinreiche nach der Saudi-Arabien, was ja großenteils indirekt mit seinen Finanzquellen das auch noch unterstützt, auf so und so viele Milliarden Barrel Erdöl mit auch mittlerweile auch schon 20 Millionen Einwohnern. Lass die das doch gemeinsam regeln. Das heißt, Sie würden empfehlen, dass sich die westlichen Länder... Wir können uns einigen auf ein
auf ein Programm, dass wir denen durch also Völkermord bedrohten Minderheiten, den wenigen verbliebenen Christen und den Dagiziden, dass wir denen in geeigneter Weise helfen. Das wäre die humanitäre Hilfe. Aber das wäre es. Das heißt, der Rest ist nicht unsere Angelegenheit. Auch Waffenlieferungen, wie sie jetzt von der Bundesregierung der Deutschen beschlossen worden sind, an die kurdischen Kämpfer? Sind dann solche Grenzfälle. Also Waffenlieferungen an kurdische Kämpfer, was wir bisher geliefert haben, also der G3, mit Verlaub, mit der G3 habe ich schon da vor 50 Jahren bei der Bundeswehr geschossen, um am Weltmarkt also G3 zu kaufen, braucht man nicht die Deutschen. Die gibt es überall millionenfach. Und die also Panzerabwehrrakete Milan, die wir jetzt geliefert haben, ist auch schon 40 Jahre alt. Also bisher waren unsere Waffenlieferungen auch mehr symbolisch. Aber auch das ist eine Frage an die Türkei. Den Hauptteil des Abwehrkampfes leistet die PKK. Die PKK wiederum kämpft oder ist gleichzeitig in also jahrzehntelangen gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der also Türkei verwickelt. Das heißt, dort müssen die Beteiligten ihren Raum ordnen. Und da sollten wir uns raushalten. Gut, dann abschließende Frage noch kurz. Bleiben Sie noch ein paar Tage in Vorarlberg oder wie sehen die Pläne jetzt aus? Mein Plan sieht aus, dass ich jetzt den Zug nach der St. Margareten besteige und von dort aus Richtung also Flughafen Zürich halte, denn ich muss heute Abend in der also Nähe von Berlin einen Vortrag halten. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch und wünsche gute Heimreise. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Tschüss.